Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Empyrean Galactic Survivor und heute hier mit mir im Spiel der Zeno und der Kujo und im Teamspeak der Astik und der Brixel. Hallo. Hallihallo. Hallihallo. Hallöche. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir das Problem mit unseren oder mit den Carriern bei uns im Orbit und ja, wollen wir mal gucken, ob wir diese jetzt gefixt, ob die gefixt wurden mit unserem System oder nicht. Deshalb würde ich sagen, wir besatteln die Schiffe und es geht los. Geht es los? Folgt mir. Ihr folgt mir. Ich dachte, wir folgen dem Kujo. Nee. So nachgeladen ist das. Ich habe jetzt nicht alles an Munition bei. Mir fehlen die Railgun, aber das ist nicht so schlimm. Olli sagt los und keiner ging hin. Ja. Ja, das war übrigens der Astik, letzte Folge. Wisst ihr, der komische Typ da, der meinen Thron in die Luft gesprengt hat. Für alle, die es verpasst haben, vorletzte Folge, Folge 17, 18. War das, glaube ich. Ich dachte, wovon redet der denn da? Die Folge war doch noch gar nicht draußen, aber wir sind ja schon weiter. Ja. Ja, hier sind wir schon weiter, ja. Ja, sehen wir, wo fliegen wir lang? Ja, wie folgen wir? Ja, super. Jetzt bin ich schuld, wenn wir den Frachter nicht finden. Ja gut, fliegen wir mal erstmal vor. Ja, Sinu, dann erzähl mal was zum dritten Planeten. Zum dritten Mond hier bei uns. Also der dritte Mond ist eigentlich ist das Masperon-Mond. Nur, dass der auch Restrum drauf hat. Allerdings ist Masperon-Mond ja auch bekannt mit Xenofortress und den ganzen anderen Basen. Und den haben wir insoweit verändert, dass die Basen permanent neu respawnen. Also man kann die auch immer wieder angreifen, dass wir auch immer wieder ein bisschen was zum Schießen haben. Genau, weil auf Mond 2, wo die Alien Headquarter ist, da ist ja. Hier ist eine Space Drohne. Da ist ja zwar das Kursim Lager und das Restum Lager, aber. Da war eine Space Drohne. Genau. Dann loopen wir die mal schnell. Eigentlich wollten wir nach dem Frachter suchen, aber. Helm auf, aussteigen. Und. Jetpack an wäre ganz gut, ne? Genau. So. Ja, ein bisschen Loot ist okay. Ich stand auf dem Kopf. So, dann laden wir das gleich mal in die Kisten. Und dann suchen wir weiter nach unseren. Nach den Frachtern, würde ich mal sagen. Hier so ein bisschen am Mastruin-Gürtel lang, oder? Ja. Danke, Goto. Was denn? Wo hast du deinen Flugschein gemacht, sag mal? Frage über nicht. Der ist gegen mich vorhin auch schon zweimal gegengeflogen. Ja, du hast mich gerammt. Das hast du öfter gemacht. Warte doch nicht, also. Ja, Astik, zum Alien Headquarter. Ich glaube, weiß nicht gar nicht, ob wir das dieses Mal schon erwähnt haben. Wie lange hast du denn da rein gebaut oder umgebaut? Naja, das war ja schon die zweite Variante. Ich habe das ja schon mal umgebaut und musste danach aber dann alle Alien-Spawner nochmal neu setzen. Insofern sind das auch wieder ein paar Stündchen. Weil bis du durch alle durch bist und die Alien-Spawner alle konfiguriert hast, die können jetzt ja bis zu 5 Alien-Arten und in einer freien Menge spawnen. Das dauert, bis du dich da durch die ganze Basis durchgefühlt hast. Ja, genau, das ist unsere Raumstation. Die wir jetzt aber nicht besuchen. Wir wollen jetzt eigentlich die Frachter suchen. Aber irgendwie gibt es hier keine Frachter. Dann folgt mir mal. Warte mal, was ist das hier? Das hier ist die. In diese Richtung, Olli. Wo bist du denn? Warte ich hier gerade auf euch. Ja, 1 Kilometer, 1 Kilometer bist du von mir weg. So, Zenos Röstbratwurst. So, okay, ich bin hinter dir. Kujo?
Ich bin vor dir. Nein, ich bin auch hinter dir. Liegst du auf dem Kopf? Jo. Mal Kutsche, du bist doch gerade eben schon wieder in mich reingeflogen, Kutsche, oder? Ey, jetzt rollt er nicht wieder. Ja, hallo, du fliegst, ey, ihr fliegt in mich rein. Ich stand eben. Du bist gerade total betrunken geflogen, oh, zickzack, aber nicht hin und her, sondern auf und ab. Ehrlich. Mann, wo hast du deinen Flugschein gemacht? Ich weiß ja nicht, ob man da, wo du wohnst, auch so fährt. Ja, da fährt man auf der anderen Seite. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, da gibt's einen Frachter. Dann wollen wir mal gucken. Waffen sind gezückt. Ja, da wären wir dann beim Umrunden des Asteroidengürtels drauf gestoßen. So, ein Carrier. Dann mal los. Der hat ja Bewaffnung. Also, Freunde, ihr wisst, was das heißt. Er schießt nicht. Doch, er schießt. Oh. Müsste mal doch die Z-Rax rauspacken. Ja. Aber er steht, oder? Steht er? Der bewegt sich nicht. Oh. Da sind auch noch zwei große drinne. So, und dann haben wir ja hier irgendwo noch diese Anti-Player-Geschütze, oder? Nee. Sind keine drin. Gut. Dann können wir aussteigen. Unsere Waffen gezückt. Übrigens, dieses Scharfschützengewehr, ne, das hat jetzt ganz interessante ja. Das schießt relativ schnell, glaube ich, ne? Also für ein Scharfschützengewehr, so wie es früher mal war. Aber zumindest können wir uns hier drin bewegen jetzt. Komplett. Ja, doch. Das geht. Keine unsichtbare Wand da. Medizinstation können wir nicht nutzen. Gut, schau, gucken wir erstmal, dass wir alle Anti-Player-Geschütze ausgeschaltet kriegen. Ich weiß gar nicht, ob hier welche drauf sind. Nee, alles gut. Wo seid denn ihr? Einfach rein und dann ich bin links lang. Brücke ist auch kein Anti-Player-Geschütz. Das ist ja hier kein schwieriger Frachter. Mobilitätsboost. Ja, aber kommt, glaube ich, da gleich ein anderer, ne? Eigentlich sind ja mal zwei, ja. Aber ich habe eben keinen zweiten entdecken können. So, erstmal futtern hier. Können wir gleich ein bisschen hier vertilgen. Oh, okay. Kondensator? Nö. Ihr lootet doch schon wieder hier alle, oder? Ja, wir werden aber schon wieder wählerisch beim Looten. Ja, ihr nehmt alles mit, bitte. Ihr lootet doch schon alle. Hier kannst du hingehen, wo du willst. Da ist doch schon nirgendwo mal was drin. Ist denn hier... Ja, sicher, da steht auch schon sein Name überall dran. I was here, Olli. Da hat er überall reingesetzt. Ja, habt ihr hier schon alles? Habt ihr hier schon alles? Das ist cool, ey. Wir haben noch nichts gekriegt, was? Ich hab ja. Eben, ich hab wirklich noch nichts gelootet vorher, wo wir... Ja, guck mal, da kommt hier rüber. Die habe ich schon gelootet jetzt, ja. Ich glaube, wenn wir nicht spielen, dann ist der den ganzen Tag zu Hause am Üben immer. Was? Was? Ich mache hier gar nichts. Bin am Arbeiten. Mal, der Ding ist doch... Achso, das waren wir selber. Ja, der ist jetzt soweit erledigt. Wir könnten jetzt noch den Kern ausnehmen, aber... Wollen wir den Kern noch ausnehmen? Ich hab sogar Sprengstoff dabei. Ich auch. Und wir wissen ja aus alten bekannten Zahlen, dass... ...hier hinter der Kern ist. Oh. Oha. Ja. Ihr hättet es nicht machen sollen.
Der hat ganz schön gerumst, ja. Jetzt flippt er wieder. Bei mir, ich hab Wackelbild. Ich auch. Ich kann auch durch das Schiff fliegen. Ich backe überall durch. Ja, ich auch. Wie geil. Aber ist alles gefixt. Alles gefixt. Alles gefixt, ja. Ja, der Xengto hat ja geschrieben, dass sie das mit der 6.2.0 gefixt hätten. Wir machen wir hier auch Licht an. Aber ja, wie man sieht. Ja gut, aber zumindest. Ist er wieder inaktiv? Der hat draußen Geschütze gehabt, aber der hat keine Antiplane-Geschütze. Aber es geht jetzt hier, also man kann hier zumindest. Lässt sich abbauen. Ja. Lässt sich abbauen und man kann auch durchfliegen. Ach, mach einen Kern rein von uns und dann bringen zum Friedhof. Oh, gut, könnten wir auch machen, ja. Ich hab einen Kern dabei, aber ich glaube, das ging nicht. Ja, geht, glaube ich auch nicht. Das habe ich mit Danny mal irgendwie versucht und der despawnt trotzdem. So, dann zieh ich mal den Treibstoff raus. Aber wir probieren das einfach mal. Ich müsste den Kern haben. Ja, hab ich. Na, dann probier mal. Dann kann ich den Treibstoff wieder reinmachen. Ich hab mir jetzt erstmal draußen. Treibstoff, Sauerstoff an 50, ne? Ne, Sauerstoff an 300. Oh, geht. Ja, Kern setzen konnten wir letztes Mal auch, aber dann ist er trotzdem irgendwie despawned. Also, das war dann auch eine 5-5. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Jo. Kann ja mal einer, wir können ja mal die Schiffe andocken. Aber beim letzten Mal konnten wir, glaube ich, nämlich nicht mal andocken. Irgendjemand hat ja schon die Sitze abgebaut. Ja, das war ich. Nee, andocken kann ich nicht. Nee, auch nicht. Nee, dann wird das nicht funktionieren. Habt ihr das Schiff auch auf NWO geschalten? Ja. Ja, okay. Nee, dann wird das wohl nicht gehen. Ja, das war ja eine schnelle Runde hier. Aber reparieren tut er mein Schiff. Schiff repariert, oder? Oh, nicht mehr lange. Ich habe ihm fast alles an Energie rausgezogen. Ja, wir können ihn mir einen stehen lassen. Ansonsten fragen wir den Astik, der kann den bestimmt warpen. Dann hat er auch was zu tun. Sonst sitzt er ja auch nur die ganze Zeit rum und macht nichts. Während irgendwas compilert, ne? Ich habe Oberfuzzi gerade mal in den Tag gerettet. Das heißt, du hast gecheatet? Nein. Ja. Jetzt nicht lügen. Wie hast du es denn gemacht? Ich habe ganz normale Konsolebefehle benutzt. Aber eigentlich kommt das doch echt mal auf den Versuch drauf an, ne? Ob wir den umsetzen können. Was jetzt? Zu unserem Friedhof, den Frachter. Naja, du müsstest den theoretisch kopieren. Ja, wenn. Also, die erste Frage ist: Kannst du einen Blueprint ziehen? Oder wenn du einen Kern setzen kannst, müsste das eigentlich auch gehen. Ich habe einen Kern gesetzt. Steht auf LBO, aber ich kann die Schiffe nicht andocken. Nein, du musst dann. Du musst ja auch nicht andocken. Du willst ihn ja nur zum Schiffsfriedhof bringen, ne? Ja, das ist richtig, aber unsere SVs docken erstmal nicht an. Ja, setz dich mal in den. Ja, schon rausgeschossen. In den Cockpit. Das gibt's schon nicht mehr. Aber das wäre interessant. Naja, setz dich mal in den Cockpit rein. Er kann es aber nicht mehr fliegen, das Ding hat keine Triebwerke mehr. Brauchst du auch nicht. Brauche ich nicht fliegen dazu. Ich hole mir mal ein Cockpit und dann. Man muss nur halt in den Cockpit setzen. Das reicht. Ein Cockpit. So, wir nehmen alles an Ressourcen mit. Wo wir es eigentlich schon alles haben, aber trotzdem. Der Frachter kann nicht selbst geflogen werden.
direkt da. Auch nicht im Invisible God Mode? Muss ich probieren. Weil wir brauchen nämlich noch Schiffe für unseren Schiffsfriedhof und das würde sich ja ganz gut machen. Nein, auch nicht im Invisible. Okay. Ja, dann kannst du von dem den Blueprint ziehen? Ja. Ja, dann ziehen den Blueprint und dann packen wir den zu unserem Schiffsfriedhof. Dann können wir da auch irgendwann mal hinfliegen. Genau, also das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, mit dem DI-Kommando die Nummer rauszubekommen. Oder über ENTS. Und dann setzen wir auf dem Friedhof einfach einen TV, was wir dann ersetzen. Mit den Area-Dateien aus diesem Hallo. Verzeichnis. Hallo Gredo. Hallo. Hallo. Hi. Wir haben anscheinend gerade bemerkt, dass er hat euch gerade gesehen. Die NWO habe ich gesehen. Oder sehe ich gerade? Ich bin dieser Typ in dem Raumschiff. Was? Wer war wo im Raumschiff? Ich fliege gerade um euer großes Raumschiff rum. Wir sind aber im Orbit. Ja, ich bin auch im Orbit. Das ist nicht unser Raumschiff, das ist ein Frachter, den haben wir gerade. Ach so, ein Frachter. Angegriffen. Ach so. Der muss den einen Frachter hier, es gibt keinen zweiten im System. Ja, aber ich habe mir gerade noch gedacht, wie ich zurückgeflogen bin, gerade zu unserem Raumschiff, war der noch feindlich. Ja. Ja, da hatten sie noch nicht niedergerungen. Aber. Kann man das Niederringen nennen, was ihr da machen musstet? War noch nicht. Ne? Überhaupt nicht. Es war extrem schwierig. Ja, wirst du im Video sehen. War eine der harten Kämpfe bisher. Ja, dann fliegt man nach Waterworld Orbit, Babylon 5. Und da im Umkreis. Wie gesagt, schwirren 6 Schattenschiffe rum. Ehrlich? Schön. Mhm. Ich fliege zu dem Mond da. Tschüss. Jo. Gut, den Carrier haben wir erledigt. Schiffe sind schwer bewaffnet. Also wenn du diese nicht mit Geschützen, also du solltest die Geschütze den Kern, also das so einstellen, dass sie nicht auf den Kern schießen. Weil sie sind zwar schwer bewaffnet, aber wie diese ganzen Dinger, der Kern ist natürlich verhältnismäßig leicht durchzubauen. Wobei ganz so leicht dann auch nicht, weil die Dinger bewegen sich ja. Das sind ja Patrouillenschiffe. Also zwei gibt es hier wieder mal nicht, witzigerweise. Gibt es denn auf Valaris noch irgendwas, was wir machen könnten? Noch Basen, ja, irgendwelche. Aber ich frage mich jetzt nicht, welche. Müssen wir mal gucken, welche noch aktiv sind. Ansonsten haben wir unseren dritten Mond. Wir haben den ersten Mond, der ist auch aktiv. Ja, dann irgendwo hin und dann nehmen wir eine kleine Basis-Hops. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Spielzeit. Na, dann machen wir das. Dann machen wir uns doch Mond 1 sauber. In die Richtung, oder? Richtig? Da lang, der helle Mond. Genau, machen wir Mond 1. Und Seno, hast du Blueprint gezogen? Ja. Ja gut. Beim Blueprint ziehen hast du Save Damage States angehakt? Nein. Dann wird das eben noch ein bisschen kaputt geschossen. Ja, weil dann sind die Blöcke ja, also dann sind die Blöcke, fehlen die Blöcke zwar, aber der Rest ist heile, ne? Ja. Habt ihr den noch extra schon so abgebaut, kaputt gebaut, dass man den so gleich so Blueprint und spawnen kann? Aber dann hat er ja gar keine Beulen vom Kampf. Nee, die hat er noch. Die machen wir dann noch rein. Okay. Nee, wenn ich den jetzt normal als Blueprint speichere, der speichert zwar die fehlenden Blöcke mit, aber nicht die Schäden an anderen Blöcken. Auch mit Damage? Nee, eben nicht. Und dann hat man den Haken nicht gesetzt. Gerdo, genau. Wie viel soll ich in die Automatic Mine reintun an Treibstoff? 6, okay. Outpost, der ist schon weiß, hat schon einen abgebaut. Wollte gerade sagen, das sieht aber ein bisschen cool aus. So, ich verabschiede mich mal gerade wieder, wünsche euch noch einen schönen Abend. Genau, ja, auch. Ja, nochmal.
Bis denn. Hier steht bis meine. Ciao. Ja, unsere meine, alle schon leer gemacht. Ihr habt nicht die Runde gemacht, Freund. Buddy, disconnected from your channel. Heute haben wir noch keine Runde gemacht, das ist richtig. Ja, wir haben auch jede Menge andere Sachen gemacht. Ja, was ist denn da, so ein bisschen Hangar gebaut oder was? Ja, ein bisschen gebohrt noch und so. Ein bisschen Hangar gebaut? Ja. Willst du nicht sagen, ja, dass das eine große Leistung war, was du da verbracht hast? Hast du wenigstens den Stein du aufgehoben? Du kannst demnächst den Mist alleine machen, du. Hast du wenigstens den Stein aufgehoben? Ich heb keine Steine mehr auf für dich. Du bist die noch aktiv da? Ja, hoffen wir doch mal. Drohnenport, der ist aktiv. Okay. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. So, wir sind jetzt kurz gewarpt hier zum Drohnenport und den machen wir jetzt noch platt. Gucken wir zumindest. Aber da scheinen auch keine Geschütze mehr drauf zu sein. Oh doch, eins. Anti-Player. Ich glaube, das Ding hat auch bloß ein Geschütz. Ja, dann können wir das noch gleich mitmachen, schnell. Gut, fliegen wir nochmal drum rum, weil wenn außen noch irgendwo Anti-Player sind, die sind immer relativ tödlich hier. So, da ist ein Schalter. So ein Schalter ist ja auch böse, ne? Ich würde mal mich hier hinbewegen und den Schalter bewegen. Habt ihr mal ein bisschen Zielfeuer? Ja, du hast natürlich ein bisschen doof geparkt und stehst ein bisschen doof, aber ja, ist egal. Sprich weiter. So. Geht die Tür auf? Ja. Seht ihr was? Nein. Geh mal rein, Olli. Das vorgehen. Ja, viel haben sie nicht. War da was? Ja. Da kommt, Scheiße, ich habe keine Z-Rax mehr. So. Lalala. Stehst aber auch sehr ungünstig mit deinem Schiff. Besser? Ja. Er schießt nicht auf mich. Ah, okay. Okay, dann können wir jetzt vorgehen. Ja, Koja hat natürlich wieder die Treppe weggeschossen. Natürlich. Ich will ja wenigstens eine Chance haben, hier Mann, vorbeizukommen. Jetzt komme ich hier nicht. So. Der erste Loot ist meiner. Ist ja genial. Was war denn da drin? Boah, ist das zu hell hier, ey. So. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Oh. Irgendwas spawnt hier. Oh, das hört sich aber nicht gesund an. Nee. Da ist ein Sensor auf dem Boden. Ja. Ich loote mal schon mal die Kiste hier. Ja, war jetzt klar. Kommt hier rum. Vorsicht, Kutschu, ich mach mal den Sensor da kaputt. Komm mal weg. Okay. Zwei Anti-Player. Noch mehr. Nachladen. Scheiße, ich auch. Koto, nein. Lol. Aha. Ich bin natürlich genau wieder reingefallen in die Falle. Oh, ich hab den Kern gefunden. Und der. Ja, haben wir ja Glück gehabt. Der Seno konnte schön looten gehen. Nee, kam auch nicht an. Die Tür ist wieder zugegangen und ich hab's nicht kaputt. So, mal gucken, ob wir hier hochspringen können. Nee, kommen wir nicht hoch. Gut, dann mit der Shotgun. Also die Shotgun hört sich jetzt an wie eine Laserkanone. Komm ich da unten? Ja. Ich hab Sprengstoff dabei, wartet mal. Ja, irgendwie ziehen meine... Hätte mir mal mehr Muni mitnehmen sollen.
So viel habe ich auch nicht mit. Oh, was ist denn hier? Wo hast denn die Tür jetzt her? Hallo? Ist aber nicht wirklich was Schönes drin. Na doch, drei Bergbaukerne. Wie doof ist denn das? Direkt den Kern hier hinter? Wollen wir den Kern zerstören hier, ne? Nein. Hungrig. Ich sehe ihn wieder eine Kiste. Oder das, nee, eine rote ist das. Wäre doch langweilig. Wir werden schon den Kern zerstören. Aber irgendwie bin ich hier wohl in einem Geheimgang reingekommen. Futtern. Habt ihr gehört? Ich hab die Tür hier unten aufgemacht, die eine. Ja. Das ist eine, ist eine rote Kiste hinter. Ucho, du warst doch hier irgendwie gerade in der Nähe. Ja, und? Guck mal hier, hier ist noch eine gelbe Kiste, da ist noch was, da ist noch ein Teil drin. Aber erstmal nach oben. Ja, aber da sind jetzt Türen zugegangen, die müssen wir erstmal aufmachen. Ah, das ist ja hier schon wieder. Damit gar nicht auf. Hier brauchen wir Sprengstoff. Und hier ist eine Tür mit einem Schalter hinter. Komm nicht, den Schalter zu drücken. Ich habe keinen Sprengstoff. Wo bist du denn? Bist du unten oder oben? Ja, unten, ich habe die andere Tür aufgemacht. Welche andere Tür? Da waren noch zwei Türen. Hinter einer ist der Kern und dann war da noch eine Tür. Ja, Tint. Da oben war ein Anti-Player-Geschütz, das ist schon mal weg. Und hier hinten. Achtung! Oh! Wo kam der denn? Ah, von hier. Oh. Mann, was ist denn eine Falle? Ach, hast du den Schalter beschädigt? Nein, Sensor wahrscheinlich. Also ich habe keinen Schalter beschädigt. Die sind denn da schön runtergefallen. Die sind mit diesen neuen Fallen, das ist ja echt, echt ganz schön nervig. So, nochmal drei Bergbaukerne. Okay, ist das auch sicher? Dir die Container habt ihr schon? Beide? Hast du noch Sprengstoff? Drei Stück habe ich noch, ja. Ja, dann hauen wir da einen ran. Aber das ist eine normale Tür, die kriegen wir da so auf. Warte, ich hab Shotgun bei. Ja, okay. Ach, das war die Außentür. Okay, alles klar. Dann brauchen wir das Ding für oben, ne? Dass du oben das Rolltor wegmachst, einmal. Ah. Und hier oben höre ich noch was. Machen wir erstmal das Rolltor weg. Guck mal, Kosho steht schon da bereit zum Looten. Ja, So, da sind noch zwei Sachen drin. Okay, ist noch ein Container? Da sind noch vier Sachen drin. Und noch drei Sachen drin. Kommst du da ran? Bring mal rüber. Ja, vorbeigesprungen. Das sind die Sachen, die ich nicht mehr mitnehmen kann. Da ist nichts mehr. Wie, da ist nichts mehr? Wieso bitte? Wo kommt der denn jetzt her? Ja, gut so. Du hast irgendwo einen Sensor ausgelöst. Wir hatten da die Tür schon weggenommen. Bojo? So sind erledigt. Kojo? Was denn? Das sagt ja gar nichts. Naja. Ich weiß schon, warum du still bist. Mal gucken, ob ich da oben den Spawner irgendwo sehe. Irgendwo ein Spawner? Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Schön.
Okay. Gut, Spawner ist erledigt. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Medipack irgendwo. Muss auch Medipack sein. Ne, Medipack haben wir da. Unten dahin. Hier nehmen wir noch Futter mit. So. Okay, ich hab alles. So, dann können wir die noch looten. Dann kann ich mal hier noch schnell ein bisschen ausladen. Hä? Toll. Was passiert? Hier unten ist ein Zirax. Ja, da sind noch mehr Gegner. Da sind noch hinter mir und der hat mich von hinten erschossen. Wo sind denn die Spawner dazu? Sind die denn oben drauf? Auf alle Fälle sind da noch ein paar Gegner. So, aber erstmal looten wir hier ein bisschen. Was auch sonst, Olli, ne? Ja. So, und hier ist ein... Wo schießt denn das hier? Das war ich jetzt, ne? Ja, wüsste ich auch gerne, ey. Vor allem ist... Ich weiß jetzt gar nicht, wo mein... Oh, da ist ein Ziere. Tschüss. Ich hab keine Waffen. Und tschüss. Ja. Ohne Waffen ist ein bisschen blöd. Wo seid denn ihr? Ja. Was rennst denn hier draußen rum? Du bist derjenige mit der Wache? Such immer noch auf User left your channel. Oh oh. Irgendwo da unten. User left your channel. Hat er die Tür weggemacht, ne? Aber irgendwo sind hier noch, Geheimtüren. Aber ich frage mich, wo die sind. Die müssen doch denn oben sein, oder was? Hinter den Generatoren, da kam gerade ein Zirax raus. Okay, dann gibt es irgendwo noch eine Geheimtür, die wir noch nicht gefunden haben. So, Jetpack, komm, lade ich auf. Ne, hier ist aber nichts mehr. Wo seid ihr denn? Seid ihr unten? Ich spawn einfach so hier. Ich war jetzt gerade unten. Wie können ich? Wo die Viecher herkommen können. Hier. Ich spawn einfach so. Hier. Hier ist die Falltür. Okay. Ich spawn einfach so. Gut, dann haben wir alles. Falsche Fraktion. Gut, dann können wir ein bisschen abbauen und dann war's das. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei Zeno, bei Kojo und bei Brixel im Chat und sage bis zum nächsten Mal, wünsche euch einen schönen Abend und ciao. Ciao.